In diesem Video schaue ich mir den VPN-Anbieter IBVPN mal genauer an. Ich habe dankenswerterweise einen Test-Account von dem Anbieter bekommen. Wie immer habe ich mir natürlich als erstes die Geschwindigkeit angeschaut und da wollte es nicht so recht klappen. Ich habe ja eine 100 Mbit-Leitung. Links sieht man, dass ich ungefähr nur die Hälfte ausgelastet bekomme von der Leitung. Ja, an der Ping gibt es nichts zu meckern, also die Latenzen sind völlig in Ordnung. Hat man im Durchschnitt einen Verlust von 6 Millisekunden, den merkt man kaum. Ja, kommen wir zu der langsamen Geschwindigkeit. Ich habe einen Server benutzt, der angeblich zu 97% frei gewesen sein soll. Ich gehe mal davon aus, damit meinen die Bandbreite. Interessant wäre natürlich jetzt hier noch die CPU-Auslastung gewesen. Ich habe dann gedacht, naja, vielleicht habe ich mir einen falschen Server rausgesucht, vielleicht habe ich mir das falsche Protokoll rausgesucht. Gehe ich doch mal in den Automatikmodus und wähle zusätzlich die Option Fastest Server. Das heißt, ich habe in den Protokollen aus eingestellt, suchte dein Protokoll selbst raus und bin in der Serverübersicht auf Fastest Server gegangen. Das hat mich dann zu einem französischen Server verbunden, der offensichtlich bei OVH gestanden ist. Also habe ich nochmal zwei Speedtests gemacht. Den links seht ihr Speedtest.net und rechts, das ist der OVH-eigene Speedtest. Spätestens beim OVH-eigenen Speedtest hätte es eigentlich schnell sein müssen, wenn der Server denn die Geschwindigkeit bringt, weil vermutlich stehen die im gleichen Rechenzentrum oder haben zumindest eine sehr gute Anbindung zueinander. In beiden Tests habe ich keine gute Geschwindigkeit erreicht. Erwartungsgemäß war der Speedtest von OVH besser, aber er hat auch lange nicht an die 100 Mbit rangereicht. Das ist keine Geschwindigkeit, wo man jammern muss und die meisten von euch haben wahrscheinlich gar keine 100 Mbit-Leitung. Trotzdem, schön ist das nicht wirklich. Kommen wir zu den Features, da sieht es wiederum ganz gut aus. Es gibt eine ganze Menge Protokolle zur Auswahl. Das seht ihr auf der rechten Seite im Screenshot. Was schade ist, dass TCP auf Port 443 mit OpenVPN nicht unterstützt wird. Es gibt so viele Protokolle, ich vermute, da läuft einfach ein anderes Protokoll drauf. Das ist der Port, um sich aus aggressiven Firewalls rauszuboxen mit OpenVPN. Was auch sehr schade ist, es gibt kein Peer-to-Peer auf den meisten Servern. Man muss sich also dediziert die Server raussuchen, die erlaubt sind für Peer-to-Peer, also Torrents zum Beispiel. Es gibt auch einen S-Tunnel, der ist auch dafür da, sich aus Firewalls rauszuschummeln, wie der chinesischen Firewall. Den muss man aber manuell installieren und betreiben. Das geht leider nicht mit der Software, das ist sehr schade. Es gibt hier aber auch rechts in der Software SSTP, das ist irgendwie eine Variante von SSL, damit kann man dann auch eine VPN-Verbindung aufbauen. Vielleicht ersetzt die sogar den S-Tunnel, denn die kann man dann vielleicht gar nicht unterscheiden von echtem SSL-Verkehr. Da bin ich aber zu wenig Experte, aber der S-Tunnel wird ja sowieso unterstützt. Kommen wir zur Sicherheit. Also erstmal, es gibt keinen IP-Leak. Laut eigenen Angaben wird nichts gelockt. Es gibt, wie gesagt, den S-Tunnel und es gibt einen Kill-Switch, der aber nur trügerische Sicherheit bietet. Schaut mal hier im Screenshot, da steht oben Not Connected. Killswitch ist on. Was würde ich jetzt also denken? Naja, wenn der Killswitch on ist, dann müsste ich jetzt davon ausgehen, dass die Internetverbindung ja nicht funktioniert, weil der soll ja verhindern, dass bei einer Nichtverbindung irgendwas nach außen geht. Das ist aber nicht so. Ich kann hier ganz normal mein Internet benutzen. Noch blöder wird es, wenn ich manuell den Server wechsle. Das zeige ich euch jetzt hier mal in bewegten Bildern. Ich wechsle also den Server und während ich das tue, habe ich eine Seite offen, die mir meine eigene IP zeigt und die aktualisiere ich die ganze Zeit. In dem Moment, wo er einen Disconnect macht und die Verbindung neu aufbaut, ist mein Internet also getrennt und man sieht, dass die IP leakt. Also meine eigene IP von Kabel Deutschland ist hier zu sehen. Und die Software sagt aber die ganze Zeit, dass der Kill-Switch eingeschaltet ist. Wenn man schon einen Kill-Switch in die Software einbaut, dann sollte man das auch richtig tun. Problem ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel einen Torrent laufen hat, verlässt sich darauf, dass die Software einen schützt und macht dann einen Switch auf einen anderen Server, dann kriegt man mit ziemlicher Garantie Pakete nach außen, die unter der eigenen IP laufen. Also das ist wirklich gefährlich. Kommen wir zum Support. Ja, es gibt immer schnelle Antworten, es gibt eine Knowledge Base, man muss sich ein bisschen zurechtfinden im Interface von IBVPN, aber allem in allem ist das völlig okay. Kommen wir auch zu den Preisen. Sehr unübersichtlich hier, also mich interessiert eigentlich im Grunde nur der ganz linke grüne Balken, das heißt knappe 60 Euro im Jahr, da ist noch irgendwie eine Lizenz für Bitdefender Total Security dabei, interessiert mich nicht. Und man bekommt dann die 130 Servern in 47 Ländern zur Verfügung gestellt und hat auch die Server, auf denen Peer-to-Peer geht und es gibt 5 gleichzeitige Verbindungen. Das ist auch das Hauptargument, die zwei mittleren, die noch VPN haben, die haben entweder kein Peer-to-Peer oder haben nur die Peer-to-Peer-Server, aber haben auf jeden Fall nur eine Verbindung zur gleichen Zeit. Die sind dafür deutlich billiger, aber eine Verbindung zur gleichen Zeit, da kann ich ja nicht mal mein Handy und mein PC verbinden, kommt für mich also nicht in Frage. Preise sind aber in Ordnung. Ja, die ausführliche Wertung gibt es wie immer im Blog und dort lest ihr auch, ob es eine Kaufempfehlung für den Dienst gibt oder nicht.